Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Format auf meinem Kanal, und zwar Beat the Expert. Ja, das ist nichts anderes als eine Nachmache von Beat the Ungeheuer von Ungespielt. Nur, dass wir hier Dragon Escape spielen, statt One in the Chamber. Und ja, das Ganze läuft so ab, dass ihr, wenn ihr mitmachen möchtet, auf den Mindflex-Server kommt. Die IP steht in der Beschreibung. Dann lauft ihr hier nach vorne zur Arkade und geht auf einen der Dragon Escape Server. Beziehungsweise solltet ihr auf einen gehen, wo gerade Skylands läuft. Jetzt wirklich läuft Skylands. Weil wir das Ganze erstmal nur auf der Map Skylands machen. Also, ich werde gleich eine Runde spielen, beziehungsweise werde ich so viele Runden spielen, bis mir eine gefällt. Und diese lade ich dann eben hoch. Ich werde, nachdem ich aufgenommen habe, die Zeit messen, wie lange ich dafür gebraucht habe. Und zwar wird gemessen vom ersten Bing, also beim Spielstart, bis zum letzten Bing, also beim Ende des Spiels, wenn man oben angekommen ist am Ende. Und ja, da wird eben die Zeit gemessen. Das bedeutet, man muss die Map komplett schaffen. Man sollte so schnell wie möglich sein. Man darf alle Kits verwenden, die man möchte. Und ich werde hier angeschrieben. Man darf alle Kits verwenden, die man möchte. Und das war es auch schon. Bevor ihr loslegt, solltet ihr auf jeden Fall Beat the Expert in den Chat schreiben, weil das soll eben genau aus diesem Grund aufgenommen sein. Nicht einfach so irgendeine random Runde einfach mal aufgenommen, sondern wirklich genau dafür. Und ihr solltet das live kommentieren. Ansonsten zählt es nicht. Gut, ich denke mal, es ist alles gesagt. Ich hoffe es auf jeden Fall. Wenn nicht, dann steht es nochmal in der Beschreibung. Wenn ihr meine Zeit geknackt habt oder eben nicht, wie auch immer, dann schickt die als Videoantwort ein. Nee, es gibt ja keine Videoantworten mehr. Stimmt. Ihr müsst das Ganze hochladen und mir den Link einfach per PM schicken, und ich mache dann in der Beschreibung eine kleine Rangliste von 1 bis 10 oder wie viel auch immer von den Zeiten her. Gut, in circa 1-2 Wochen werde ich dann eine weitere Runde hochladen, wo ich dann wieder versuche, eure Zeiten zu knacken. Und ja, ich denke mal, das war's. Und dann geht es los. Los geht's mit der ersten Runde. Und der Drache kommt. Ich bin Jumper. Und ich glaube, ich werde es erstmal ruhiger eingehen lassen, in Anführungszeichen. In der ersten Runde jetzt. Beziehungsweise im ersten Video. Und erst nachdem ich dann ein paar eurer Runs gesehen habe, werde ich dann richtig auf Zeit spielen. So, das war schon mal nicht so gut. Aber das macht gar nichts. Zack. Nein, das ist nicht gut. Zack, schnell rüber. Das heißt, ich werde auch erstmal die Axt nicht so für die Abkürzung benutzen. Schnell hoch. Wobei ich das hier sehr gut machen könnte und auch normalerweise hätte. Ist er runtergefallen? Ja. Ne, hinter mir ist er. Wieso? Ich dachte, er hätte die Abkürzung genommen. Oder? Hä? Keine Ahnung. Hieß er nicht? Pliotta? Verdammt. Verdammt. Gut, dann nehme ich jetzt doch die Abkürzung. Und hier rüber. Uah. Ich weiß nicht, warum ich da immer runterfalle, aber ich tue es einfach immer. So, einmal hier hoch. Zack. Zack. Und jetzt nur noch bis zum Ende und dann war es das. Oh. Zack, geschafft. So, der Drache ist da vorne. Die Zeit ist jetzt nicht unbeschreiblich gut. Aber, ja, ich werde es auf jeden Fall jetzt eingeblendet haben. Und, wie gesagt, wenn ihr Lust habt, macht das Gleiche. Versucht mich zu schlagen und in 1 bis 2 Wochen mache ich dann ein Antwortvideo drauf und versuche wiederum, euch zu schlagen. Gut,
dann war's das. Ich hoffe wirklich, dass einige mitmachen. Und ja, dann wünsche ich auf jeden Fall viel Glück und bis zum nächsten Video.